Ja, ich? Moin Leute, ich grüße euch. Ich bin Taco. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wieder unterwegs mit dem allerechten legendären Outdoor Dan. Wir sind heute im Harz hier unterwegs. Eine kleine Wanderung machen. 3 Stunden soll die dauern, 12 Kilometer. Der Harzer Klippenweg. Ja, wir werden sehr viele schöne Felsformationen sehen. Und wahrscheinlich werden wir im Dunkeln erst wieder am Auto ankommen. Leute, let's go. Ja, gerade kurz bevor wir losgefahren sind, habe ich noch was im Briefkasten gefunden. Mein freshen Tacos World Patch. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Ist das ein bisschen drüber oder ist das okay? Wir gasen hier gerade ganz schön hoch. Ich musste direkt erstmal meine Jacke ausziehen. Ich laufe jetzt hier im T-Shirt rum. Ist auf jeden Fall gut warm gerade hier in der Sonne. Leute, wir sind jetzt hier auf dem Trudenstein.
die erste Klippe, der erste Felsen jetzt hier auf unserem kleinen Rundwanderweg. Ziemlich nice Aussicht hier. So, jetzt geht's hier in den dunklen, finsteren. Oh, da hört man die Brockenbahn jaulen. Es geht jetzt hier in den finsteren Wald hinein. Puh, auf jeden Fall die erste richtig harte Steigung hier irgendwie. Puh, aber wir sind noch ein bisschen unter Zeitdruck, wo wir wahrscheinlich eben dunkeln ankommen werden. Ja, trotzdem heizen wir hier ganz schön rein. Alles klar, Pirat? Ich muss mal eben meine Achseln entlüften. Entlüften? Hier, Leute, riecht mal. Könnt ihr das riechen? Endlich Geruchsfernsehen. Oh, richtig grüner Belag jetzt auf der Linse hier. Ja, wer mich kennt, wer mit mir schon mal wandern war, weiß, was ich hier bei sowas denke. Die meisten sind schon ziemlich genervt davon. Aber hier kriege ich richtig Bock drauf, mit dem Mountainbike runterzuballern. Ja, dieses Jahr werden auch wieder die ersten Mountainbike-Rennen wahrscheinlich sein. Ich fahre schon seit ein paar Jahren Downhill-Rennen. Will mich dieses Jahr vielleicht schon mal mit Enduro-Rennen versuchen. Das heißt, nicht nur Downhill, sondern auch Uphill. Aber auf jeden Fall kommen dieses Jahr auf meinem YouTube-Kanal auch die ersten Vlogs von den Downhill-Rennen. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt und euch darauf freut, haut's mal unten in die Kommentare. Ja, Leute, hätte ich schon wieder nicht gedacht, dass hier in den etwas höheren Höhenlagen immer noch so viel Schnee liegt. Und dadurch, dass hier so viele Leute immer langlaufen, ist hier auch alles mega vereist und glatt. Aber es geht immer noch ein gutes Stück bergauf. So, wir haben jetzt den nächsten Felsen hier erreicht. Vielleicht lassen wir uns hier kurz nieder und machen uns schnell einen kleinen Kaffee und eine 5-Minuten-Terrine. Ja, mega nice. Hier der nächste schöne Felsen auf dem Weg. Dann müssen wir mal ganz kurz hier den Weg verlassen. Die Sonne steht auch schon echt tief langsam. Oh, mega nice. Oh, zieht euch das rein, ey.
dieser Harzer Klippenweg hier mega zu empfehlen. Ich verlinke euch mal unten in der Videobeschreibung meine Komoot-Tour. Und man hört wieder in der Ferne die Brockenbahn jaulen. Ja, einfach nur geil. Einfach nur geil. Und Daniel meinte auch gerade, es ist echt von Vorteil, dass wir zu spät hier hochgegangen sind. Weil hier nicht irgendwelche Randoms auf den Steinen sitzen und ihre Wurstbrote essen. Richtig nice. Und hier ist auch noch so eine fette Höhle hier unten. Unter diesem riesen Felsen. Diese Aussicht, ne? Absolut geisteskrank. Ja, hier unten ist echt wie so eine kleine Höhle. Da hätte man auf jeden Fall ein bisschen Schutz vorm Unwetter. Aber mir ist richtig kalt jetzt. Meine Hände sind eiskalt. Und ihr seht es da hinten, die Sonne verschwindet hinter den Wolken am Horizont. Und wir sind jetzt, glaube ich, gerade auf der Hälfte. Also wir werden auf jeden Fall bald im Dunkeln weiterlaufen, Leute. Es wird langsam immer dunkler. Die Sonne ist jetzt fast, ja doch, die Sonne ist jetzt komplett hinterm Horizont verschwunden. Ist nur noch so das Restlicht jetzt hier. Und wir laufen hier immer noch auf diesem vereisten Wanderweg lang. Ich navigiere hier übrigens mit der Garmin Instinct Tactical Solar. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, das Ding. Auch zum Mountainbiken, zum Wandern. Richtig geile Funktion, vor allen Dingen die Solarfunktion. Damit hält der Akku auf jeden Fall schon mal 23 Tage und durch die Solarfunktion bis zu 60 Tage. Checkt auf jeden Fall mal unten die Videobeschreibung aus, falls ihr da Bock drauf habt. Ich habe gerade noch mal auf die Karte geguckt und wir haben jetzt gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte erst. Und wir sind jetzt schon 2,5 Stunden unterwegs. 3 Stunden sollte man brauchen für den Weg. Aber mit diesem ganzen Filmen und Drohne fliegen und noch mal eine Pause machen, was essen, vor allen Dingen mit dem Schnee und Eis, ja, da dauert es dann doch alles viel länger als gedacht, ne? Leute, wir gehen hier gerade durch so eine steinige, vereiste Rinne. Ich lag gerade schon einmal fast auf dem Boden, also ich habe schon auf den Knien gehockt, mich mit einer Hand abgestützt, schon ein bisschen gezwickt im Handgelenk. Ja, wir müssen jetzt hier noch mal ein bisschen Gas rausnehmen, weil sonst liegt gleich einer von uns auf der Fresse. Und es ist schon echt ziemlich dunkel. Ja. Oh Mann. So aus, ne? Da sind mehrere umgekippt. Auch hier im Harz hat der letzte Sturm hart gewütet. Hier sind ein paar fette Bäume über den Weg gefallen. Ich glaube echt, wo der Trampelpfad hier lang geht, wir müssen echt außen rum gehen. Hüpp. Ach, hier sind noch mehr. Jetzt müssen wir hier auch noch mitten in der Butnik uns durch die ganzen umgefallenen Bäume kämpfen. Shit. Ja Leute, dadurch, dass wir so langsam vorankommen, haben wir jetzt an einer Weggabelung abgekürzt und sparen uns somit fast 3 Kilometer. Man kommt einfach so langsam voran hier durch dieses ganze Eis und den ganzen Schnee. Wir müssen jetzt glaube ich noch 1 Kilometer oder 1,5 und dann sind wir wieder im Auto. Hier ist schon wieder so ein umgekippter Baum. Das kommt halt auch noch dazu.
So Leute, wir sind wieder in Schirke angekommen. Wir hatten gerade auf dem Weg runter nochmal eine richtig schöne View hier auf die Ortschaft. Wir haben jetzt noch ein paar wenige Meter wieder zum Auto zurück. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Wanderweg gefallen, diese Wanderung, dieses Video. Haut mal was in die Kommentare, lasst ein Like da, schaut bei Dan vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.